Und damit hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Inori LP. Und ja, willkommen zu Little Nightmares. Das wird mein neues Projekt sein. Ich habe mir zu Little Nightmares bis jetzt nur einen Trailer angeschaut. Und muss sagen, ich war da eigentlich ganz angetan von. Also weiter habe ich auch nicht geschaut. Also ein LP oder sonstiges habe ich noch nicht angeguckt. Von daher ist das blind. Ich würde auch sagen, wir gehen hinein. Ein neues Spiel. Ich war vorhin einmal kurz drin, um zu gucken, ob das alles so passt mit der Aufnahme. Und ich bin sehr gespannt, was uns alles erwarten wird. Ja, und da sind wir auch schon im Spiel. Also es geht wohl im Groben darum, dass wir hier dem kleinen oder der kleinen Six helfen sollen. Also das ist wohl ein Mädchen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Wir sollen Six helfen, hier rauszukommen. Uns werden immer wieder Albträume begegnen, beziehungsweise Ängste der Kindheit. Huch, da war eine Dose. Genau, ich schaue mich hier mal eben um. Da oben hängen Schuhe und Kleidungsstücke. Alles klar. Ich probiere mal ein bisschen so die Steuerung aus. Okay. Ich habe mir vorhin die Steuerung nämlich schon angeschaut. Wir haben hier auch Feuer. Interessant. So springen wir. Ja, gut. Ich würde sagen, dann geht's los. Ich bin sehr gespannt. Also die Grafik sieht schon mal sehr gut aus, wie ich finde. Huch, hier sind Dosen. Interessant. Und die Atmosphäre gefällt mir auch schon sehr gut. Also, ja, ich bin jetzt schon begeistert, obwohl wir noch gar nicht viel gesehen haben. Ah, okay. Hier haben wir das Licht jetzt angezündet. Okay. Und es hat gespeichert. Alles klar. Ha, wie süß. Hält sich hier fest. Hier geht's nicht weiter. Da ist eine Scheibe. Süß. Achso. Geht's hier durch? Ah, huch. Irgendwie konnte ich mich ducken. Ich glaube, so. Ja, sehr schön. Klappt alles. Huch, wo bin ich jetzt drin? Ah, in so einer Art Schacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht genau, wo das spielt. Auf der Verpackung war so eine Art, ich sag jetzt mal U-Boot, ich bin mir nicht mehr so sicher, was das darstellen sollte. Ich weiß nicht, jetzt befinden wir uns vielleicht in der Kanalisation. Sieht so komisch aus. Okay, ich mach mal wieder aus. Hier ist eine Tür. Sieht aber echt gut aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nee, da gehe ich lieber nicht runter. Wir laufen einfach mal hier hoch. Ach, so geht Rennen. Okay. Ich brauche Licht. Kann ich das auch wieder aufmachen? Nee. Geht nicht. Da steht irgendwas. Oder irgendwer. Hallo? Soll ich da hingehen?
Was ist das? Eine Puppe? Kann ich die... Ach, ich kann die aufnehmen und dann? Was mache ich damit jetzt? Oh. Ich habe die kaputt gemacht. Das tut mir leid. Ich wollte das gar nicht. Ich hoffe, das macht nichts. Ich hau schnell ab. Hier steht ein Besen. Soll ich das schnell zusammenkehren? Kann ich da hoch? Ne. Ist da oben irgendwas? Oh, aber echt toll gemacht. Ich bin richtig begeistert. Mir gefallen ja solche Spiele, ja. Und wo bin ich jetzt? Hier ist so ein Sofa mit Zigaretten. Okay, komische Möbel. Irgendwie hängen die da oben. Warum auch immer. Okay, ja, so kriegt der Begriff Schaukelstuhl ja eine ganz andere Bedeutung. Cool. Warum nicht? Ja, auch so ein großer, hoher Schrank hier an der Seite. Lebt hier eine Riese oder sowas? Kann ich da was mitmachen? Hallo? Ist zu schwer. Kann ich auch nichts mitmachen. Okay. Huch. Da war gerade jemand am Guckloch da am Fenster. Wer war das? Darf ich hier durch? Nicht, dass er gleich rauskommt. Ich wollte die Puppe nicht kaputt machen. Das war aus Versehen. Ich wollte das gar nicht. Nee, kann ich auch nichts machen. Kann ich da unter? Ich weiß ja nicht, ob ich mich hier gleich verstecken muss. Also man kann sich da auf jeden Fall verstecken. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich spring mal hier hoch. Huch. Das staubt ganz schön. Das Bett. Ich weiß gar nicht, ob ihr das eben gesehen habt. Oh. Da hängt jemand ab. Oh, der hat aber lange Beine. Der ist ganz schön groß. Im Gegensatz zu mir. Ja. Oh, guck mal. Ich hab Klopapier. Ich gebe dir das einfach mal, falls du es brauchst. Falls du dein Geschäft noch machen willst, obwohl... Ich glaube, das kann er nicht mehr. Aber warum hängt der da? Hat er das selber gemacht? Anscheinend. Und warum ist der Stuhl so klein? Alles ist hier so groß. Und er ist voll klein. Der Stuhl ist voll klein. Komm ich da an? Nee. Oh, diese Geräusche. Nein! Ich wollte das Klopapier nicht mitnehmen. Nein, den Puschen auch nicht. Ich möchte den Stuhl mitnehmen. Danke. Das... Warte mal, kann ich das auch aufheben? Nee, den... Da liegt ein Brief. Kann ich das nicht aufheben? Schade. Ist vielleicht ein Abschiedsbrief? Hoch. Okay. Hallo, hier bin ich. Hallo. Ich mache einfach mal Licht. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich Licht mache. Aber ich mache es einfach mal. Ich guck mal, ob hier irgendwas ist. Was ist das da? Will ich wissen, was das ist? Ich glaube nicht. Hallo? Hier ist ja irgendwie gar nichts.
Ich guck mal eben. Okay, da kann man wohl irgendwie hoch. Ich habe keine Ahnung. Huch. Da ist irgendwas weggerannt. Habt ihr es gesehen? Weiß nicht, was war das? Das war so schnell und so klein. War das ein Freund von mir? Also, ich gehe hier einfach mal durch. Okay. Hier haben wir wieder eine Lampe. Was mache ich denn? Sehr schön. Auch er wärmt sich. Der scheint nett zu sein. Kann ich was mit dem machen? Hallo? Guck. Schön, dass du dich wärmst. Okay, ich habe ihn jetzt umarmt. Muss ich hier. Was macht er? Er geht mir hinterher. Der ist voll niedlich. Aber ich komme hier gar nicht weiter, oder? Muss ich was mit ihm machen? Ach nee, mitnehmen kann ich ihn wahrscheinlich nicht. Nee, geht nicht. Okay. Nee, er kann nicht mit. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt hätte mitnehmen müssen. Ich weiß es nicht. ja, ich kletter hier mal hoch. Was ist das? Schuhe? Im Kühlschrank? Warum ist das im Kühlschrank? Warum sind die im Kühlschrank? Das ist ja. Naja, wer weiß. Vielleicht überdeckt das ja den Geruch. Was ist das? Bleib bloß weg. Was war denn das? Was war das denn? Oh, warte mal, da ist noch was. Oder? Ja. Ach, wieder so eine Lampe. Huch. Psst. Toll. Egal, ich mach sie an. Sie ist an. Ja, ich habe sie wieder kaputt gemacht. Super. Aber sie funktioniert irgendwie noch. Ah, ich habe sie umgeworfen. Okay. Dann gehen wir hier einmal durch. Okay. Gibt es hier irgendwas? Hier geht's nicht weiter. Warum? Warum ist das jetzt zu? Okay. Ich frag lieber nicht. Kann ich hochklettern? Huch! Psst! Okay, ich kann hier durch. Ups. Oh. Oh nein. Ich wurde geschnappt. Was ist das? Die sind eklig. Die finde ich nicht schön. Ich will rennen. Renn. Okay, schnell hier durch.
Hier können wir noch mal was anmachen. Jetzt bin ich da ja durchgefallen. Das wusste ich jetzt nicht. Hätte ich da vielleicht noch was machen können? Egal. Das habe ich nicht gesehen. Oder ich wusste nicht, dass ich da durchbreche. Huch. Schreck mich doch nicht so. Ich bin gerade ein bisschen schreckhaft. Huch. Licht an. Was ist das? Okay. Hier ist es windig. Anscheinend. Oh. Ich bin gar nicht auf dem Brett. Tapst da mal eben rüber. Super. Hier war doch auch eben so ein kleiner Freund oder was das auch immer ist. Aber wo ist der jetzt? Keine Ahnung, wo der ist. Ups. Da bin ich ein bisschen blöd gesprungen. Das wollte ich natürlich nicht. Wo fange ich jetzt wieder an? Ach, hier wieder! Das Licht habe ich schon an. Das ist schon mal gut. Kann ich hier was machen? Nö. Aber wo ist dieses kleine Hütchending hin? Also dieser kleine... Oder war es hier oben erst? Okay. Der ist auf jeden Fall nach oben geflitzt. Ich muss die anscheinend retten. Schnell hier rüber. Oh, ist ganz schön dunkel, oder? Wahnsinn. Ich mag die Dunkelheit nicht so gerne. Aber okay. Im Spiel geht's noch. Naja, geht so. Okay. Da müssen wir durch, auf jeden Fall. Wo ist dieses kleine Männchen? Ich habe das nicht mehr gesehen. Nein, nein. Cool. Haben wir geschafft. Ich glaube, den anderen haben wir nicht retten können. Ich habe den nicht gefunden, den anderen. Okay, ich würde sagen, dass wir jetzt hier erstmal eine Spielpause machen. Also mir gefällt das Spiel schon sehr, sehr gut. Also macht mir echt Spaß und die Grafik ist echt toll und die Atmosphäre. Ich bin gespannt, was uns noch so erwarten wird. Es gibt hier auch so kleine Wesen anscheinend. Die Wesen, die muss man retten. Gehe ich mal von aus. So verstehe ich das jetzt. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann, deine Inori LP.